Ja, es wird doch immer spannender. Die Tierchen entwickeln sich. Ich habe das Stromproblem jetzt auch mal in den Griff gekriegt. So langsam. Ja, es fehlte tatsächlich noch ein Kraftwerk. Das kostet zwar Geld, aber das lässt sich ja nicht vermeiden. Ich muss ja hier weiter auskommen mit dem Park. Und ich werde hier mal eine weitere Futterstation hinstellen. Und zwar eine größere. Stelle ich die mal hin. Genau, mal gucken, was da rauskommt. Wahrscheinlich die berühmte Ziege. Ja, cool. Jeder Dino hat eigene Nahrungsbedürfnisse, wie wir Menschen auch. Bauen Sie die richtigen Futterstationen in den Gehegen, hä? Ich bin ja eher der Rindfleischtyp. Das war wieder ein Finch-Witz. Ja, große Dinosaurier brauchen mehr Nahrung als kleinere, ja. Ich denke auch, dass das so ist. Okay. Jetzt läuft hier eine Ziege rum. Nee. Genau. Mal gucken, wie die Viecher darauf reagieren. Kommt einer schon. Mal gucken. Gucken, wann sie die entdecken. Aha. Das hat ja nicht lange gedauert, wa? Dann bremst du einmal ab. Mampf und weg ist das Vieh. Das ist nur ein kleiner Happen für so ein Viech, ne? Jawohl. Ach ja, wir wollen ja auch unseren Auftrag noch erfüllen. Und hier die neuen Dinos mal rauslassen. Auch kein Riese, trotzdem beeindruckend. Ja, fein. Ah, der Huayangosaurus. Noch ein Mitglied der Stegosaurus-Familie. Sehr schön. Eingehende Übertragung. Hey, Isaac hier. Wie geht's? Ich hätte da eine coole Sache, bei der Sie dabei sein sollten. Darum weise ich Sie darauf hin. Seien Sie auf der Gewinnerseite. Meiner Seite. Keratosaurus. Wollen wir den mal finden, ne? So, und der ist ja auch so weit. Hier geht es um die Show. Und mit diesen Dinosauriern haben wir eine, die es auf der Welt kein zweites Mal gibt. Den Park sollen Leute anlocken. Was ist attraktiver als neue Dinos? Außer mir selbst natürlich. Gut. Was ich damit sagen will, magazinieren wir doch ein paar frische Dinos auf. Ja, auch cool. Die Dinos werden auch richtig nass. Sieht man denn auch von der Textur sehr schön. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. In den Tieren nur eine Geldanlage zu sehen oder sie als Kuriositäten auszustellen. Überflüssiger Kommentar. Mhm. Die zweite Insel ist freigeschaltet. Ja, Standort C. Allgemein bekannt als Isla Muerta. Eine neu entwickelte Insel. Der Name bedeutet grob übersetzt, und damit meine ich wirklich grob,
Die Insel der Toten. Passend. Irgendwie sogar humorvoll. Ja, das lassen wir aber noch mal. Ich will erstmal die Insel hier ausstaffieren. Und natürlich ein paar Fotos von den neuen Dinos machen. Ja klar. Oh, immerhin. Ist doch gar nicht schlecht. Jawohl, das gibt Asche. Besonders wenn da mehrere Dinosaurier drauf sind. Das ist natürlich geil. Immerhin drei. Na ja. Das bringt schon was. Ha, auch ein gutes Bild. Jawohl. Oh. Ja, aber das kann man natürlich nicht ewig machen. Irgendwann gibt es dafür nichts mehr. Aber solange man das noch kann, ne, nutzt man das natürlich aus. Aber ich denke mal, das war's. Übernehme wieder Steuer. Ja, wollen wir gucken, was haben wir da noch so offen? Ja, hier ist schon vieles. Vieles verbraucht am Orte. Da ist noch ein bisschen was. Ist alles noch nicht freigegeben. Ja, in Nordamerika hatten sie ja auch eine ganze Menge gefunden. So, mal gucken. Verkaufen. Ja, der ist auch noch nicht ganz komplett. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, ob die Fundorte sich erneuern. Dieser neue Auftrag könnte sich für die Sicherheitsabteilung als wertvoll erweisen. Benutzen Sie das ACO-Transportteam. Eine Dinosaurus verkaufen. Ja, ob sich da die Fundorte da erneuern, da bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Ach so, da unten Transportteam. Jetzt taucht das auf. Transportieren oder verkaufen Sie betäubte Dinos
und entfernen sie tote Dinos. Aha, wusste ich doch. Aber die Funktion war doch noch gar nicht da gewesen. Gucken. Die war doch vorher noch gar nicht da gewesen. Aufgabe hinzufügen. Kein Problem. So. Tut mir ja leid für ihn. Für 50.000, das ist für mich gerade selten. Transportteam. Ist gekennzeichnet. Gucken. Gucken, was passiert. Oder kann er das da jetzt, kann er ihn da jetzt nicht abtransportieren? Irgendwie kommt da auch niemand. So, kann man den schon mal rauslassen. Ja, die Animation kennen wir ja schon. Oder liegt er da jetzt so, dass man ihn da nicht transportieren kann? Das kann natürlich auch sein. Gut. Machen wir weiter. Extrahieren. Damit der auch komplett ist. Mal ganz kurz unterbrechen, bin gleich wieder da. Ja, und da bin ich auch wieder zurück. Ja, aber irgendwie ist es hier nicht möglich, den abzutransportieren. Rotes Signal. Ja. Wahrscheinlich hätte der auf freiem Feld erwischt werden müssen. Jetzt kann ich nur warten, bis er aufwacht. Ja, okay.
So. Dann würde ich sagen, ne? Inselbewertung bin ich bei 2,5. Aufträge, Ruf. Mission abgeschlossen. Dann würde ich sagen, dann schauen wir uns doch mal Isla Muerta an. Abgeschlossen zur Insel. Da ist bestimmt einiges zu tun. Die Weisheiten von Henry Fu, ja. Monster ist ein relativer Begriff. Für einen Vogel ist eine Katze ein Monster. Ja. Als wären die prähistorischen Kreaturen nicht genug, so gibt es auf dieser nächsten Insel Isla Muerta immer wieder kompliziertes Wetter. Sie wissen schon, Sturm, extreme Bedingungen, sowas in der Art. Von Zeit zu Zeit. Wie Sie sehen können, kann das Wetter hier etwas temperamentvoll sein. Beheben Sie zuerst die Schäden, die der Sturm verursacht hat. Sie sollten ein Ranger-Team verwenden, um den Park wieder betriebsbereit zu machen. Oh, und vergessen Sie nicht, die Schutzräume zu schließen, wenn es die Sicherheit erlaubt. Die Gäste wollen ja nicht ihr hart verdientes Geld für das Herumsitzen in unterirdischen Bunkern ausgeben. Das muss ein heftiger Sturm gewesen sein. Und das schlechte Wetter scheint häufig ein Vorbote für schlechtes Dinosaurierverhalten zu sein. Wenn Sie glauben, dass alles zusammenhängt, der sogenannte Schmetterlingseffekt, an den ich übrigens glaube, dann kann schon die kleinste Veränderung zu randalierenden Dinosauriern führen. Und es gibt kein Schmetterlingsnetz, das sie aufhalten könnte. So, dann müssen wir mal gucken. Oh, das sieht teuer aus. Sie sollten das bald reparieren. Ein Ranger-Team ist für solche Fälle ausgerüstet. Ja, aber die Ranger haben keinen Strom. Wahrscheinlich selber fahren. Reparatur in Gange, Mensch, das sieht ja aus hier. Geht das noch? Señoras y señores, como medida de precaución y por su seguridad, atención. Okay, benötigt Strom. Meine Damen und Herren, bitte bewegen Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit zum nächsten Schutzraum. Das muss ja auch repariert werden. Wärme ist bei der
качестве меры предосторожности и для вашей безопасности просим пройти к ближайшему убежищу. Señoras y señores, como medida de precaución y por su seguridad, diríjanse al refugio más cercano. Das ist schon mal wieder hergestellt. Bestätige Anfrage für Reparaturtrupp. Anfrage bestätigt. Gut, das wird repariert. Du hast eine recht kleine Gehege hier, ne? Was ist das? Achso. Meine Damen und Herren, bitte begeben Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit zum nächsten Schutzraum. Liebe Gäste, wir möchten uns für alle Unannehmlichkeiten entschuldigen, die während dieser unglücklichen Ereignisse entstanden sind. So, das Wetter wird auch langsam besser. Aber ich würde mal sagen, das reicht erstmal für diesen Part. Wie es hier auf dieser ungemütlichen Insel weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bleibt dran. Bis dann. Tschüss.